Interdisziplinarität in der Robotik. Dr. Anne Focke im Gespräch. Gucken wir erstmal, ob das von der Einstellung passt. Können wir den Griff. Also es ist ja letztendlich so, dass die Sportwissenschaft sehr weit gefächert ist, also sich auch wirklich viele andere Wissenschaften bedient. Also es gibt soziologische Bereiche, sozialwissenschaftliche Bereiche, aber eben auch naturwissenschaftliche Bereiche wie die Biomechanik, die Motorikforschung oder auch die Bewegungslehre. Und in diesen Teildisziplinen geht es eben genau darum, die Bewegung des Menschen zu analysieren und zu verstehen. Und das kann natürlich vor allem für die humanoide Robotik sehr wichtig sein. Bei Sportwissenschaften denkt man zunächst nicht an Robotikprojekte. Was können Sie und Ihre Kollegen zu diesem Forschungsbereich beitragen? Wenn man sich also vorstellt, dass ein Roboter später mal mit dem Menschen interagieren soll, sich im Umfeld des Menschen auch bewegen soll, dann ist es natürlich wichtig, dass sich der Roboter sehr menschenähnlich bewegt. Und dazu ist es vonnöten, erstmal zu verstehen, wie sich denn der Mensch bewegt. Und das ist in der Tat gar nicht so einfach. Also das ist doch sehr komplex. Und das hat man eigentlich bis heute, die ganzen Strukturen sozusagen, die da alle mit reinspielen, das hat man eigentlich noch gar nicht so richtig verstanden. Es gibt einfach ganz viele Wege, eine Bewegung tatsächlich auszuführen. Das ist sehr individuell, das ist sehr abhängig auch von der Aufgabe, die gestellt ist. Und was wir eben leisten können, ist, dass wir diese Bewegung mit unseren Messmethoden eben sehr genau analysieren können. Wir können das natürlich aufgrund unseres Hintergrundwissens aus der Bewegungslehre, auch aus der Medizin, natürlich auch die Bewegung des Menschen dann verstehen und das interpretieren und dann wirklich ganz konkret diese Bewegungsdaten an die Informatiker oder an die Maschinenbauer weitergeben, sodass die mit diesen Bewegungsdaten weiterarbeiten können, das sozusagen in ihre Roboter einprogrammieren können, sodass der Roboter letztendlich in der Lage ist, sich eben möglichst menschenähnlich zu bewegen. Bei welchen konkreten Forschungsaktivitäten arbeiten Sportwissenschaftler und Robotiker am KIT zusammen? Also das größte Projekt, was man hier sicherlich in dem Rahmen nennen kann, ist der Sonderforschungsbereich 588, humanoide Robotik. Da geht es eben genau darum, dass wir versuchen, gemeinsam mit Maschinenbauern und auch mit Informatikern einen Roboter zu entwickeln, der sich im menschlichen Alltag bewegen soll, der vielleicht als Haushaltshilfe oder Ähnliches dienen kann. Und da ist es eben genau wichtig, dass wir eben mit unseren Teilprojekten, an denen wir beteiligt sind, hier die Informationen und auch das Wissen liefern, wie sich denn der Mensch bewegt und wie sich denn ein Roboter bewegen muss, um im Alltag des Menschen sozusagen bestehen zu können. Welche Anregungen nehmen Sie aus den Robotikprojekten mit? Wenn man mit Kollegen oder mit Wissenschaftlern aus anderen Disziplinen zusammenarbeitet, dann merkt man überhaupt erstmal, was alles noch möglich ist, über das hinaus, was man hier in seinem Studium gelernt hat. Und dadurch entstehen natürlich auch ganz neue Fragestellungen. Also wenn man gar nicht weiß, was alles möglich wäre, dann würde es mir gar nicht in den Sinn kommen, das zu untersuchen. Aber jetzt ist es tatsächlich so, ich habe eine Frage, die interessiert mich und ich weiß, okay, ich kann das alleine zwar nicht bewältigen, ich kann das nicht bearbeiten, weil ich das Know-how in manchen Gebieten einfach nicht habe. Ich weiß aber, dass es möglich ist, weil ich eben schon ähnliche Projekte gesehen habe oder dort mitgearbeitet habe und einfach auch die Ansprechpartner habe und weiß, wen ich ansprechen kann und wen ich fragen kann. Und dann geht man einfach mal zu einem Kollegen aus dem Maschinenbau oder aus der Informatik und schildert dem mal ganz kurz die Idee und das Problem, das man eigentlich hat. Und dann kommt eigentlich in der Regel sofort was zurück. Mensch, da habe ich eine Idee, da sind wir auch gerade dabei, was zu arbeiten. Das könnte man doch verknüpfen. Also das erweitert natürlich den Horizont und die Möglichkeiten ganz extrem und ganz enorm, ja. Wie profitieren die Robotiker von ihrem fachlichen Input? Es kommt natürlich immer auf die Disziplin an. Also es gibt natürlich Bereiche im Maschinenbau und auch in der Robotik, die jetzt mit der Sportwissenschaft nichts zu tun haben. Da können wir natürlich entsprechend auch keinen Input geben. Aber gerade in den Bereichen der humanoiden Robotik, da denke ich eben schon, dass wir einen sehr großen Anteil eigentlich daran tragen und einen ganz guten Beitrag leisten können. Denn wir sind eigentlich auch aufgrund von unserer breit gefächerten Ausbildung eben in der Lage, sowohl die menschliche Bewegung zu erfassen, zu analysieren, dann aber auch sie aufgrund medizinischer
motorischer und auch kognitiver Dinge, die wir einfach sozusagen gelernt haben, wirklich auch zu beschreiben, zu verstehen und zu interpretieren. Und das ist eben das, was dann unter Umständen dem Informatiker oder dem reinen Maschinenbauer fehlt. Und das ist dann das, was ihm auch helfen kann. Das kann dann aber auch über die alleinige Messmethode zum Beispiel sein, dass wir eben die Messmethoden und die Möglichkeiten hier haben, das zu erfassen. Das kann dann auch in den Bereich der Analyse und Auswertung gehen, also ob das jetzt die Statistik ist oder solche Dinge. Das heißt, da kann die Sportwissenschaft durchaus ihren Teil dazu beitragen, dass solche Projekte dann eben auch entsprechend sich in die Richtung weiterentwickeln, wie das dann auch gewünscht ist. Roboter sollen uns möglichst viele körperliche Tätigkeiten abnehmen. Ist Ihr Einsatz aus sportwissenschaftlicher Perspektive nicht eher kontraproduktiv? Das ist die klassische Frage, Fahrstuhl oder Treppe. Wir würden natürlich jedem empfehlen, besser die Treppe zu laufen. Dementsprechend würde ich natürlich auch jemandem, der das eigentlich noch alleine leisten kann, empfehlen, alltägliche Dinge selber zu verrichten und sich nicht alles abnehmen zu lassen. Ich denke aber, man muss auch ein bisschen differenzieren, was denn vielleicht mögliche Einsatzgebiete sind von so einem Roboter. Und wenn ich mir natürlich jetzt überlege, wenn man sich alte Leute anschaut oder auch Leute, die vielleicht körperlich beeinträchtigt sind, die eben alltägliche Dinge nicht mehr alleine verrichten können, dann denke ich, ist es eben durchaus sinnvoll, hier vielleicht durch einen Roboter Abhilfe zu schaffen und den Personen dann ein Stück weit auch wieder ein bisschen Lebensqualität zurückzugeben und ein bisschen Selbstständigkeit, ihr Leben dann doch noch mehr oder weniger alleine eben mit Unterstützung so eines Roboters zu gestalten.